In diesem Zimmer war ich ja noch nie. Mein Gott, ist das kalt hier und wie es überall stinkt. Was ist denn das dort? Wow, ein Klavier. Ob sich das noch spielen lässt? Und sogar Noten liegen hier. Was steht da? Platzbord, Liederverzeichnis? Ekelfaktor 100 in A-Dur? Mal probieren. Wahnsinn, spielt sich wie von allein. Halt, was ist das? Ich komm gar nicht mehr davon los. Hey, nein, was soll das? Hilfe! Mein oberstes Stockwerk, es ist dunkel und verlassen. Überall nur Keim und Dreck, du ekelst dich, was anzufassen. Doch am Ende des Raums verstaubt dein altes Klavier. Du deckst es auf und es weckt direkt die Euphorie in dir. Du weißt es genau, ja, dieser Ort war dir verboten. Doch es flüstert dir zu und du spielst die ersten paar Noten. Finger kleben an den Tasten, das Klavier spielt von allein. Es kontrolliert dich und die Todesmelodie, sie saugt dich ein. Emotionen gehen verloren, du wirst ausdruckslos und bleich. Ja, du würdest gerne abhauen wie Kinder bei einem Klingelstreich. Doch du spielst immer schneller, kannst es nicht kontrollieren. Das Klavier ist frisst dich auf, denn es braucht Blut zum Funktionieren. Es zerraspelt deine Knochen, zieh die Hände nur noch Stunden. Das Sekret klebt an den Tasten und dein Herz hört auf zu pumpen. Die Etüde nimmt ihr Ende, das Finale beginnt. Die Melodie ist wunderschön, wenn mein Klavier ein Kind verschlingt. Auch wenn nichts bleibt. Läuft dir die Zeit davon wie Parkuhr und du vergisst Zeit und Raum, hörst du den Klang der Intervalle. Wunderschön. Doch musst deine Hände plötzlich ballen, weil der Schmerz oft tritt tief in deine Knochenmark. Weil in den Tasten gefährliche Giftstoffe waren. Fingerkuppen reißen und dann wirst du kreidebleich. So weiß. Als wenn es draußen Flocken schneit wie Winterzeit. Doch du kommst nicht mehr los, du musst weiter spielen, dabei ist das dein Tod. Mechanikhämmer setzen sich in Bewegung, prallen auf deinen Kopf, es gibt keinerlei Genesung. Aus dem Resonanzboden strömt schon Blut, dein Blut. Schwarzer Rauch, ein beißender Geruch, der Deckel, er ist offen und es zieht dich hinein. So tief, es verschlingt dich im Kerzenschein. Bye bye.